Ich habe mal probeweise in der Küche geguckt, deine Anspielung mit Obst und so weiter. Naja, ich sag mal, entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Man sieht's, es ist Obst im Haus. Das ist eine oberflächige, blöde, mistige Zicke! Blöde, oberflächige Zicke! Entweder es wird so gemacht oder wir kriegen ein riesengroßes Problem. Dann gibt's Krieg, das sag ich dir gleich. Das Bad mach ich so, wie ich will! Weißt du was? Das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Wenn die nochmal so anfängt, dann kriegt sie das Letzte von der Ersten zu hören. Und dann so weiter. Die Sprüche anhören, dass ich meine Familie nicht liebe. Dass ich meine Frau nicht liebe und mich nicht interessiert, wo meine Frau ist. Die hat doch wohl eine Meise. Ob es dir nun passt oder nicht, die Wohnung bleibt so. Wie sie ist! Geoberter Zicke! Die ersten Tage sollst du dich an uns anpassen und nicht andersrum! Stopp! Sonst kriegst du gleich einen auf die Schnauze! Bei uns ist hygienisch sauber, es wird jeden Tag gesaugt. Von Hohn! Von Hohn! Bei uns ist der laute Ton gang und gäbe. Und das alte Zicke! Halt, stopp! Halt, stopp! Halt, stopp! Ich habe meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Und jetzt diskutieren wir weiter. Hau darauf, du alter Heulsuse! Mein erster Eindruck, als ich sie das erste Mal gesehen habe, hochnäsige Zicker. Hochnäsige Zicker. Hochnäsige Zicker. Von der hochnäsigen Zicke lasse ich mir überhaupt nicht reinreden. Kann da bleiben, wo der Pfeffer wächst! Kann da bleiben, wo der Pfeffer wächst! Jetzt kannst du mich mal kreuzweiden am Arsch lecken! Jetzt kannst du mich mal kreuzweiden am Arsch lecken! Und mehr Hygiene kann man in einem Haushalt nicht haben. Für meine Familie nicht, liebe meine Frau nicht, ich... Mein Haushaltsplan durcheinander bringen und da stehe ich überhaupt nicht drauf. Möchte nicht wissen, wo meine Frau ist? Nein, jetzt hältst du deine Schnauze! Nein, jetzt red ich! Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Und es wird sich hier nichts ändern. Das Kinderzimmer bleibt auch so, wie sie ist. Es wird sich hier kein bisschen ändern. Das Verhalten eben gerade finde ich vollkommen scheiße. Das Kinderzimmer ist sauber. Es ist mein Haushalt. Wir führen den so. Und gefällt dir alles oder gibt es irgendwas? So, jetzt muss ich dich unterbrechen. Das Kinderzimmer. Hast du erstmal die Größe gesehen? Jetzt reicht es. So, meine Süße, ziehst du dich denn aus? Zieh dich aus. Missfällt mir irgendwas, spreche ich dich drauf an. Mistiges Miststück. Unsere Familie hat einen Standard, danach leben wir. So weit von lächerlich, weißt du, du machst dich hier voll zum Obst der Woche. Nein, jetzt red ich. Nein, jetzt hältst du deine Schnauze! Geoberter Zicke! Das ist eine oberflächige, blöde, mistige Zicke! Dann gibt's Krieg. Dann gibt's Krieg. Das sag ich dir gleich. Dann gibt's Krieg. Das sag ich dir gleich. Man sieht's, es ist Obst im Haus. Man sieht's, es ist Obst im Haus. Das ist eine oberflächige, blöde, mistige... Das ist eine oberflächige, blöde, mistige... Dann gibt's Krieg. Das sag ich dir gleich. Dann gibt's Krieg. Das sag ich dir gleich. Geoberter Zicke! Geoberter Zicke! Das Bad mach ich so, wie ich will! Das Bad mach ich so, wie ich will! Weißt du was? Das Bad wird morgen nicht so gemacht! Man sieht's, es ist Obst im Haus. Von Hohn! Halt, stopp! Halt, stopp! Ich hab meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Und jetzt diskutieren wir weiter. Von Hohn! Bei uns ist hygienisch sauber, es wird jeden Tag gesaugt. Und jetzt diskutieren wir weiter. Hau darauf, du alter Heulsuse! Bei uns ist hygienisch sauber, es wird jeden Tag gesaugt. Ich habe mal probeweise in der Küche geguckt, deine Anspielung mit Obst und so weiter.
Jetzt reicht es. Dann gibt's Krieg. Das sag ich dir gleich.